So, grüßt euch, Michael Monti ist da. Tja, heute habe ich eine Taking-Antwort zu machen. 11 Fragen, 11 Antworten von mir. Liebster-Award, glaube ich, heißt die Taking-Runde. Und ich bin da vom Bernd Lipper von Wandern und Natur getaggt worden. Danke für den Tag. Und ja, ich glaube, ich bin jetzt bald hier rum am Gipfel. Da werden wir jetzt mal einen Kaffee machen, den haben wir verdient. Und dann werde ich mal nach einer kurzen Verschnaufpause ein paar Antworten für euch liefern. Viel Spaß dabei. Puh. So, Bernd, danke nochmal für deinen Tag. Mein Kaffee ist schon am warm machen. So, du hast mir 11 Fragen gestellt gehabt. Tja, fangen wir mal an. Frage Nummer 1. Welcher Kocher und warum benutzt du den? Was ist mein Lieblingskocher? Das ist jahreszeitlich abhängig. Im Sommer benutze ich eigentlich am liebsten einen Gaskocher, einen ganz normalen. Bei mir ist es der Pocket Rocket mit dem Adapter, wo ich dann normale Stechkartuschen hernehmen kann, weil die billiger sind. Warum? Weil die Flamme regulierbar ist, relativ sicher ist und gerade mit Waldbrandgefahr und sowas muss man halt sehr gut aufpassen, gerade im Sommer, wenn alles dürr ist. Und das ist halt einer, der ist sehr leicht handelbar, es kann nichts auslaufen, du hast keinen Funkenflug und in dem Fall der einzige große Nachteil ist halt, im Winter ist der Gaskocher nicht so gut, weil eben dann das Gas sich nicht so leicht eben vergast, sondern es bleibt praktisch im flüssigen Zustand und dann ist die Heizleistung nicht mehr so gut, er ist laut. Und gut, es gibt andere Kochersysteme, die wo es dann praktisch durch Heizspiralen das Gas, das flüssige Gas erst aufheizen und so. Aber solche habe ich noch nicht und habe jetzt auch noch keine Ambition dazu, weil dafür habe ich im Winter was anderes. So, wie gesagt, im Sommer ist es der Gaskocher und bei mir der Pocket Rocket. Im Winter, kalten Saison, nehme ich dann lieber den Trangia hier, den Spirituskocher, weil er trotz tieferen Temperaturen immer noch eine sehr gute Heizleistung bringt, jederzeit einsetzbar ist und im Winter, wenn es dann eben ist mit Eis und so und wenn man eben Schnee hat im Wald und alles recht feucht ist, ist er dann immer noch gefährlich durch Umkippen mit Spiritus und so, dass dann plötzlich ein großer Waldbrand, Brandfläche wäre, aber es ist dann doch leichter zum Handeln, finde ich, der Spirituskocher im Winter. Und das sind so die zwei Hauptkocharten, was ich benutze. Zwischendurch auch mal den Schweizer Armeekocher, den finde ich zum Beispiel ist noch, fast noch besser als der Spirituskocher. Bloß ich mag immer diese Brennpastenerfüllerei, die Gatzerei, das ist so, nervt mich ein bisschen. Ne? Aber es ist eine gute Alternative, den
Schweizer Notkocher mit der Brennpaste zum Beispiel zu verwenden, wenn man sagt, okay, der Spirituskocher ist mir zu gefährlich oder ich habe noch nicht so die Erfahrung damit, den richtig zu benutzen. Aber das ist auch nicht meine liebste Kochart. Meine allerliebste Kochart ist eigentlich das offene Lagerfeuer. Das wäre eigentlich für mich persönlich der allerliebste Kocher von allen. Warum? Man hat einfach eine Wärme vor sich. Es ist irgendwie eine Schutzwirkung. Man fühlt sich wohl am offenen Lagerfeuer. Und man kann die Hitze eigentlich auch gut regulieren, indem man einen Topf weiter hin oder raus stellt. Ist eigentlich dann leichter zum Handeln, als wenn man irgendwie mit einem Spirituskocher entweder man hat Hitze oder man hat keine Hitze. Ne? Darum sage ich, mein liebster Kocher wäre eigentlich das Lagerfeuer. Aber gerade bei mir in meinem Bereich hier ist es ziemlich schwierig mit offenem Lagerfeuer. Da ist nicht leicht zum Handeln. Und bevor man sich da irgendwie strafbar macht und irgendwelche Sachen da am Hals hat, verzichte ich lieber aufs Lagerfeuer und behelfe mich dann mit normalen Kochern. Ne? Sind zwar jetzt eigentlich auch eigentlich offene Feuer, rein gesetzlich gesehen, kann man auch Probleme bekommen, wenn man jetzt an einen falschen kommt, aber ich denke mal, das ist jetzt, wenn man mal die Kirche ein bisschen in den Dorf lässt, glaube ich, nicht so als Brandgefahr angesehen wie jetzt ein offenes Lagerfeuer. Ne? Weil da im Sommer in einem Bayerischen Wald ist es wirklich brandgefährlich, weil da sogar Flugbeobachter unterwegs sind. Die schauen, wo mitten im Wald oder so Rauchsäulen aufsteigen. Und dann hat man wirklich einen Teufel im Haus und muss dann das Ganze an einsetzen und bezahlen. Kann nicht billig sein. So, deine nächste Frage, Nummer 2. Wie übernachte ich im Wald und welche Setups benutze ich? Also, mein allerliebstes Setup im Wald ist eigentlich immer noch Hängematte. Hängematten-Setup, das habe ich schon mal gezeigt gehabt in meinem Buschkraft Basiswissen. Das ist immer noch das gleiche Setup, was ich auch schon seit Jahren habe. Das ist die Amazonas-Hängematte. Dann habe ich da die Downmat, die nehme ich dann als, wenn es kälter ist, dann als Unterlage, was ich in die Hängematte reinmache. Mein DD-Tab oben drüber als Regenschutz und dann eben den jeweiligen angepassten Schlafsack zur Jahreszeit halt. Ne? Und das ist für mich Beste. Also ich bin ein absoluter Hängematten-Fan, weil eben ein Moskitoschutz mit eingebaut ist und es gibt für mich nichts Schlimmeres wie Mücken in der Nacht, die was mich aus dem Schlaf reißen. Also wenn ich schlafe, das werden einige bestätigen aus meinem Leben, die sagen, ich bin nicht im Schlaf, ich bin ja narkotisiert, aber Mücken, die bringen mich aus dem Schlaf raus und das packe ich gar nicht. Und darum schlafe ich da ganz gerne in der Hängematte mit einem Moskitonetz, weil da habe ich da auch meine Ruhe. Wobei ich allerdings auch nicht abgeneigt bin, auch mal was anderes zu benutzen, am Boden zum Schlafen und so. Aber dann hat man wieder das andere Problem, Zecken und das ganze Zeug, Viechzeug, wo es auch an einen hochkrabbeln kann und muss ich nicht haben. Da Hängematten, du hast keine Probleme mit Untergründen, musst du nicht groß was bauen, das Zeug hängt und passt eigentlich. Und das hat sich jetzt seit Jahren für mich bewährt und das mag ich. So, dritte Frage. Mein Alltag. Tja, mein Alltag, wie schaut mein Alltag aus? Ich glaube, ziemlich unspektakulär, glaube ich. Ich bin in der Getränkebranche LKW-Fahrer. Ich stehe um 4 Uhr in der Früh auf. Ich muss so früh aufstehen, weil ich bin ein absoluter Morgenmuffel. Ich brauche meine Stunde Vorlaufzeit. Da darf mich keiner ansprechen und blöd anquatschen. Ich brauche erst meinen Kaffee in der Früh, um in die Puschen zu kommen. Also 4 Uhr stehe ich auf und irgendwann nach 5 Uhr, zwischen 5 Uhr und 6 Uhr fahre ich dann langsam los, je nachdem wie meine Tour ist. Muss dann in die Firma rein, dann lade ich meine Ladung für den Tag auf und dann mache ich meine Verteilertour. Ich bin Verteiler zu 90%, also im Bayerischen Wald, in meinem Umkreis hier. Landkreis Schwandorf, Landkreis Cham, Landkreis Ringsburg, Landkreis Straubing, so in der Gegend. Habe ich fast feste Touren. Und das, da tue ich eben diese Getränke ausliefern. Und wenn ich mit der Tour fertig bin, fahre ich dann nach Hause und habe dann Feierabend. Am Feierabend schaut es dann so aus, wir haben ja 3 Pferde, dann helfe ich meistens noch mit, die Pferde zu misten und zu versorgen.
Und mein Kaffee ist langsam fertig, Kaffeewasser ist fertig. Tue ich mal schnell auf den zweiten stellen. Also, ich tue da meistens die Pferde noch ein bisschen mit versorgen, misten, schauen, dass alles passt. Und ja, dann ist meistens Abendessen angesagt mit der Familie. Dann schaue ich meistens noch ein bisschen YouTube-Videos an. Und dann war es das eigentlich schon relativ. Dann kommt dazu an die Wochenenden, dann ist meistens mit der Feuerwehr was angesagt, wo ich jetzt inzwischen fest eingebunden bin. Kostet auch viel Zeit, Feuerwehr, aber es macht trotzdem höllisch Spaß, da mitzumachen. Und eben alle 14 Tage bekomme ich da meine Kinder und da ist dann so gut wie alles hinten angestellt, weil die Zeit, die ich dann noch habe, die will ich dann auch mit meinen Kindern nutzen. Und es ist eh ziemlich schwer als Vater, wenn man seine Kinder mag, dass man sie nur alle 14 Tage sehen kann. Man muss man halt leben damit, muss man versuchen, damit umzugehen können. Und dann eben alle 14 Tage das Wochenende so zu nutzen, dass man wirklich sagt, okay, kann irgendwo meine Vaterrolle doch gerecht werden. Ja. Ja, bei so viel, was man da macht, bleibt dann natürlich für YouTube nicht viel über. Ist klar, darum habe ich auch das ein bisschen zurückgefahren. Aber sobald ich irgendwo Zeit habe und ich merke, ich habe ein bisschen zu viel Stress, ich muss ein bisschen abbauen, gehe ich raus. Auch mal ohne Film, einfach für mich, ohne dass ich da irgendwas filmen muss. Mir macht es nach wie vor Spaß draußen, mich mit der Natur, mit dem ganzen Bushcraft und Survival zu beschäftigen. So, Frage Nummer 4. Was kann ich bei YouTube gar nicht leiden? Tja, was kann ich bei YouTube gar nicht leiden? Was ich zum Beispiel gar nicht anschauen kann, das sind so diese Let's Play-Kanäle, wo dann gezeigt wird, wie man irgendwelche Internetspiele spielt. Also das ist selbst das gibt mir überhaupt nichts. Das ist für mich so andere Welt. Ne? Muss ich nicht haben. Das ist so eine Form, da wo ich sage, kann ich nicht verstehen, wie ich da die Millionen von Abonnenten zusammenbekommen, weil gut, vielleicht ist das irgendwie der Zahn der Zeit, dass man da irgendwie drin sein muss, aber so Let's Play-Kanäle kann ich überhaupt nicht ab. Das ist nicht meine Welt. Was kann ich noch nicht ab? Wenn ich zum Beispiel im Bushcraft-Survival-Bereich Kanäle sehe, die jetzt auf Action trim super spektakulär und das und so andere und im Endeffekt denkst du, muss man das so hochpushen, ist nicht so meine Welt. Nee. Da kann es dann schon sein, dass ich dann gar nicht erst abonniere oder Abo wegmache, weil so auf Action getrimmt ist. Nee, es gibt Kanäle, da schaut das richtig blöd aus, irgendwie finde ich. Aber gut, machen wir mal Max, dafür gibt es ja genügend andere Kanäle. Da kann man sich ja was anderes anschauen. So, jetzt muss ich mal da den Trangier ablöschen. Dann mache ich mal meinen Kaffee da fertig. Erst mal Kaffee fertig machen. So, Kaffee beieinander. Sehr heiß. Oh gut. So, machen wir weiter. Nummer 5. Habe ich manchmal Angst, im Wald zu übernachten? Und was mache ich dagegen? Tja. Also generell habe ich eigentlich keine Angst, im Wald zu übernachten. Gut, es wird vielleicht inzwischen langsam irgendwann vielleicht ein bisschen anders da werden. Von der Gefährlichkeit im Wald will ich mal dahingestellt sein, ob das keine Einbildung sei oder nicht. Da scheinen sich die Geister, weil inzwischen Luchs, Wolf und so sind auch bei uns inzwischen vertreten, definitiv vertreten. Also da brauchen die Umweltschützer nicht mehr kommen und sie wollen im Bayerischen Wald einen Wolf ansiedeln, der ist schon da. Und zwar wirklich da, sogar meine Freundin mit meiner Stieftochter
haben sie schon einen Wolf beim Reiten laufen sehen und das war definitiv kein Hund, sondern es war ein Wolf. Und ja, es ist langsam anders, da wenn in andere Prädatoren da sind. Und habe mich eigentlich damit noch nicht so auseinandergesetzt, ob ich Angst habe. Nee, eigentlich habe ich keine Angst. Es gibt manchmal vielleicht Plätze, wo man sich vielleicht irgendwie nicht wohlfühlt, wenn es recht duster ist. Es gibt so Waldstellen, wo man sich irgendwie nicht wohlfühlt. Weiß nicht, ob das. Ich weiß jetzt seinen Namen nicht, der was dich getaggt hat, der was gefragt hat, ob es Orte gibt, wo es so Kräfte gibt und so. Weiß ich nicht. Es ist auf alle Fälle schon irgendwo erstaunlich. Es gibt Orte im Wald, da fühlt man sich wohl. Und es gibt Orte im Wald, da hat man irgendwie so ein Gefühl, wie wenn man beobachtet wird oder man wird irgendwie erdrückt. Also ist schon irgendwie komisch an manchen Stellen. Was definitiv so ist, ich wähle meinen Lagerplatz eben so aus, dass ich mich dort wohlfühle. Ich würde mir niemals eigentlich an einen Ort, wo ich mich nicht wohlfühle, lagern. Von dort her habe ich schon ein bisschen eine andere Einstellung dazu. Im Notfall würde ich wahrscheinlich dann ein Lagerfeuer machen, auch wenn es nicht erlaubt ist. Um eben dann eben Feuer ist einfach eine ultimative Art von Waffe, die was eigentlich jedes normale Viech weghält von einem Schlafplatz. Was ich dann immer noch so in Anschlag habe, das ist zum Beispiel, dass ich meine Taschenlampe und mein Messer mit in die Hängematte mit reinnehme. Zwar in der Scheide drin, das ist eh klar, weil sonst würde man ja irgendwas alles aufstechen, wie selber. Aber ich habe das alles immer relativ griffbereit. Und ich habe dann auch irgendwo einen guten Stock in Griffweite, wenn ich irgendwo rauskommen muss, dass ich gleich einen Stock zu einem Ding habe, wo ich mich irgendwo verteidigen könnte. Sei es von Menschen oder sonst wo, aber irgendwo so ein kleines Notfallpaket, glaube ich, habe ich dann da schon immer bei mir rum. Was aber jetzt nicht heißt, dass ich jetzt so irgendwo, wie soll man sagen, Angst habe, dass ich jetzt angegriffen werden kann, aber ich sage mal, Vorsicht ist besser als Nachsicht. Also so ein gewisses Grundpaket sollte man sich schon zurechtlegen. Wie gesagt, Taschenlampe, Messer liegt bereit, ein guter Stock. Und im Notfall, wenn es möglich ist, mache ich dann sowieso ein Lagerfeuer dann irgendwo. Ne? Und eben Notmesser, wenn man sich wo in einem Bereich nicht wohlfühlt, den Ort wechseln und woanders sein Lager aufschlagen. So, nächste Frage. Frage Nummer 6. Welche Kamera und welches Schnittprogramm benutze ich? Ja, angefangen hat er das Ganze mit der Handykamera und die ersten Filme, die was ich damals gemacht habe auf YouTube, die waren alle mit dem Handy gemacht und auch die Bildbearbeitung war komplett am Handy gemacht und übers Handy hochgeladen auf YouTube. Ich habe damals, wo ich früher gewohnt habe, eine sehr schlechte Internetverbindung gehabt. Das war gerade mal 2000er Leitung und effektiv sind nicht einmal 1000 Megabits durchgegangen und ja, da war mit HD fast gar nichts zu machen. Darum waren auch die Bitrates so weit runter am Anfang. Ja, und dann habe ich eben vom Gü habe ich dann die Panasonic damals geschenkt gehabt. Die habe ich immer noch. Das war die da. Die habe ich ganz, ganz lange benutzt. Das ist eigentlich so die Hauptkamera gewesen, die was ich immer in Benutzung gehabt habe. Ist klein, leicht, passt in jede Tasche rein. Ja, diese Panasonic, ganz kleine, aber die nehme ich immer noch gerne her, weil sie eben so klein und handlich ist und überall reinpasst. Das Einzige, was bei der Manko ist, warum ich mir dann eine neue gekauft habe, das ist der Ton. Wenn mir auffällt, so die letzten Videos, die ich so gemacht gehabt habe, von einem guten Jahr, Entschuldigung, habe mich verschluckt. glaube, jetzt geht's wieder. Was ein bisschen schlechter war, das war eben die Tonaufnahme von dieser Kamera.
Man hat keine Möglichkeit, da extra Mikro anzuschließen. Ein externes Mikrofon, und das eingebaute Mikrofon ist einfach immer schlechter geworden, und man hat regelrecht schon fast schreien müssen, dass man mich überhaupt versteht. Aber sagen wir, für so Kamera-Rundspenks und so ist es nicht schlecht. Nehme ich immer noch gerne her, und da sage ich immer noch danke Gü, die hat wirklich einen super Job bei mir gemacht. So, jetzt inzwischen bin ich bei der Canon Legia HF 30 angekommen. Ist noch relativ neu, bin auch noch nicht so besonders fit auf dieser Kamera. 100.000 Einstellungen und so. Sie ist allerdings um einiges schwerer. Man hat wesentlich mehr Equipment zum Mitschleppen. Auch von der Stativ her und so ist es ein bisschen aufwendiger, das Ganze zu machen. Weite Strecken damit zu gehen, macht keinen Spaß. Definitiv. Darum bin ich auch noch am Überlegen, ob ich irgendwo vielleicht noch mir eine Actioncam oder sowas zulege, um eben gute Bilder zu liefern, wenn ich dann mal irgendwelche Strecken gehe, weil das vom Gewicht her doch wesentlich einfacher ist vielleicht. Wo ich noch ein bisschen am Experimentieren bin, das ist dann der Ton. So wie es jetzt die Konfiguration ist, ist es jetzt komplett mit einem eingebauten Mikrofon, ohne irgendwas dazu. Dann habe ich, wenn ich ein bisschen weiter weg bin, ein Richtmikrofon. Das habe ich, kann ich mal alles in der Tasche so zeigen. Das ist so die Kameratasche, die ich dann dabei habe. Da habe ich dann dieses Mikrofon, das wird dann oben drauf gesetzt und tut dann das Ganze verstärken. Nachteil ist, es übersteuert gern ein bisschen, und dann ist der Ton nicht so toll, aber es ist nicht schlecht, wenn man ein bisschen weiter entfernt ist, dass dann der Ton besser wird. Eigentlich wollte ich ein Funkmikrofon haben, das gleiche wie es du hast, Bernd, das von Canon, mit denen kleinen Receiver und einen Sender. Leider gibt es anscheinend nicht mehr in Deutschland zu kaufen. Ich habe schon alles Mögliche abgesucht, aber in der Konfiguration leider nicht mehr zum Finden. Und jetzt haben wir ein anderes Funkmikrofon zugelegt gehabt. Es ist noch brandneu, noch nie in Benutzung gewesen. Und da muss ich mal schauen, wie das dann funktioniert. Da bin ich noch. Hat man eben da den Empfänger, Sender, und da muss man eben mit dem Labinier-Mikrofon eben dann eine Kabelverbindung machen. Reichweite um die 50 Meter. Und da bin ich eben auch noch ein bisschen am Experimentieren, wie ich es einsetzen kann. Weil es doch ein bisschen angenehm ist, wenn man was zeigt und das Ganze in der Totalen dann zeigen kann. Glaube ich, kommt das schon manchmal ein bisschen besser und muss nicht immer so nah hinlaufen, so wie jetzt. Ne? Dass man das gescheit versteht. Windgeräusche sind dann auch immer oft ein Problem. Schauen wir mal. Da ist so eine Sache, da glaube ich, habe ich noch lange nicht ausgelernt und habe noch viel zu lernen. So, Schnittprogramm. Schnittprogramm habe ich eben am Anfang mein Handy, den Filmmaker gehabt, auf dem Samsung. Dann habe ich den Movie Maker von Windows benutzt gehabt. Das war dann mit der Panasonic, da habe ich ganz viele Filme damit gemacht. Und jetzt seit ungefähr 3 Jahren umeinander, nein nicht drei, seit 2 Jahren ungefähr, mindestens 2 Jahren, benutze ich eben den Magix Movie Maker Deluxe und bin sehr zufrieden damit. Man hat sehr viele Möglichkeiten einzustellen, gerade im Audiobereich mit Ton und so, dass man etwas lauter, leiser macht und so. Und, es ist ein bisschen am Anfang mit dem Magix ein bisschen so eine Flut, was auf einen einbricht, was man da alles machen kann. Aber wenn man da mal so ein paar Mal damit gearbeitet hat, läuft es eigentlich relativ flüssig damit. Und bin da immer noch recht zufrieden mit dem Magix. Muss bloß aufpassen, dass die Rechnerleistung dann dazu passt, weil doch viel Rechenarbeit am PC dafür nötig ist und damit das relativ flüssig läuft. Ja. So, kommen wir zur nächsten Frage.
Nummer 7. Wie viel Zeit fürs Filmen und fürs Schneiden brauche ich? Das ist total unterschiedlich. Meistens bin ich aber so eingestellt, dass das eigentlich relativ Kurzfilme sind. Also das ist eigentlich so, ich habe eh nicht viel Freizeit und wenn ich mal filmen tue, dann bin dann so wie jetzt im Wald, dann ist es so auf den Nachmittag. Ich bin dann meistens so von 1 Uhr bis, sagen wir mal, 4, 5 Uhr dann draußen. Und das Film geht eigentlich so nebenbei mit eigentlich. Heute weniger, heute bin ich durch, weil so viel zum Quatschen ist. Und da muss man mal wieder die Gurgel ein bisschen ölen. Bin ich vor allem jetzt mal so 4 Stunden mal draußen und das Film geht dann nebenbei mit. Also Film ist für mich nicht so wichtig. Also ich bin da mehr Vogel friss oder stirb. Nimm das Foto, das Filmmaterial so wie es ist und aus. Ich bin da nicht so ein Detailfetischist, dass da eine Einstellung ist und da eine Einstellung ist und alle 6 Sekunden muss das umschalten und so, da bin ich viel zu faul dafür. Naja, das wenn was schief läuft, soll es halt schief laufen. Das ist das Leben. Also ich bin da sowieso ein bisschen so eingestellt, dass ich sage, warum soll ich irgendwas verschönigen, dass das ja ein sauberes, TV-mäßiges Bild ist. Wenn was schief läuft, läuft schief. Bleibt drin. Passt. Das ist das Leben. Ne? Warum soll man nicht auch mal negative Sachen zeigen, wenn es nicht schief, nicht super läuft? Man kann es auch einfach so drin lassen. Und man spart sich sehr viel Zeit beim Schneiden. Zum Schneiden selber, das geht bei mir auch relativ fix. Im Grunde somit 2 Stunden ungefähr brauche ich für so ein 20 Minuten Video. Heute wird es weniger sein, weil ich eben ein Stück durchlaufen lassen kann. Gut, man könnte jetzt das dann auch einfach ein bisschen schwerer machen, dass man andere Sachen mit einspielt und so, aber nee, es ist mir zu müßig. Ich lasse es einfach laufen und fertig und dann. Ich bin da nicht so perfektionistisch veranlagt. So, nächste Frage. Frage Nummer 8. Welche Pflanzen esse ich draußen am liebsten, außer Bärlauch? Puh, das hängt auch wieder von der Jahreszeit ab. Aber wenn ich so richtig überlege und jetzt gerade auf die Seite hinschauen, kann das sogar zeigen. Pilze. Schwammerl. Das war schon immer seit kleinen Kinderbeinen an, bin ich mit meinem Vater und mit der Oma immer schon rausgegangen ins Holz und ab dem Spätherbst, Spätsommer, Herbst, haben wir Schwammerl gegangen. Schwammerl sind für mich immer noch das, was ich am liebsten von draußen zum Essen mir hole. Ob geröstet mit Butter und Zwiebeln geschwenkt oder in einer Schwammerlbrühe mit Zimmerknödel, immer was Leckeres. Ne? Das ist zum Beispiel eine typische junge Maroni. Ne? Ja, riecht schon gut, super. Und was ich so sehe, da sind noch alles um mich rum. Da ist zum Beispiel noch einer. Dann kann ich auch noch mitnehmen. Ja, ich glaube, die werden auch noch ein bisschen runden gehen und welche mit nach Hause nehmen. Aber was ich meine, jahreszeitlich, ist eigentlich relativ draußen jahreszeitlich abhängig, wenn ich was essen tue, was von der Natur direkt ist. Total unterschiedlich. Ist natürlich super, wenn zum Beispiel um die Jahreszeit Hagebutten zum Essen sind oder Walderdbeeren, süße Sachen oder Brombeeren. Was gibt es noch? Halber, Heidelbeeren. Da bin ich relativ tief entspannt und ist eigentlich alles, was ich mal eben gerade zur Verfügung habe. Aber wenn es um das geht, was ich am liebsten von draußen essen tue, schauen wir mal. Auch wenn es vielleicht wieder der Survivalisten sagen, ja, das ist dann nutzlos praktisch für den Körper, weil vielleicht das nicht so verdaut werden kann. Sie schmecken gut. Ich mag es gerne dazu, sowas. So, kommen wir zur nächsten Frage. Frage Nummer 9.
Mein Lieblings-Outdoor-Skill. Ja, wahrscheinlich mache ich sagen, was für Pyromane Feuer machen. Jegliche Art des Feuer machen. Von Bowdrill über Firestill, natürlichen Zunder finden, Lagerfeuer, die verschiedensten Arten der Lagerfeuermethoden, schlicht und einfach Feuer machen. Das ist mein Lieblingsskill. Vielleicht bin ich ein bisschen pyromanisch veranlagt, aber ich glaube auch, das Feuer machen, die Kunst, Feuer machen zu können, auf jegliche Art und Weise, ganz ein wichtiger Skill ist, auch in Survival, weil ich finde irgendwie, Feuer macht irgendwie, das Beherrschen vom Feuer macht irgendwie am Menschen erst aus und macht eigentlich eben erst, ermöglicht erst die Möglichkeiten, ganz, ganz andere Sachen wie Werkzeuge machen, Waffen zu machen, sich zu verteidigen, Essen bekömmlich zu machen. Wenn man es anschaut, in der Evolution ist Feuer, glaube ich, eines der wichtigsten Entdeckungen des Menschen gewesen. Ich glaube, das ist schon ziemlich wichtig im Bushcraft Survival, das Feuer sicher handeln zu können, vor allem auch. Nicht, dass man, wenn man rumzündelt und plötzlich der ganze Wald in Flammen steht, das ist das Schlimmste, was eigentlich passieren kann. Ne? Aber zu jeder Möglichkeit, die Möglichkeit zu haben, Feuer zu erzeugen, kann einem wirklich das Leben retten. Finde ich. Nicht alleine, schon klar. Die Fähigkeit, mal um die Ecke zu denken, was kann ich draußen überhaupt essen, wie kann man Wasser machen, wie kann ich Wasser finden, wie kann man einen Schutz bauen und so. Das ist, gehört eigentlich alles dazu, aber das, was ich definitiv am liebsten mache, ist die Art, Feuer zu machen und das zu können und auch zu beherrschen. Ja, das kann ich sagen. Was dann noch dazu kommt, hinten her, das ist dann Schnitzen. Das tue ich ja gerne. Am Lagerfeuer. Aber wie gesagt, da braucht man erst ein Feuer. So, machen wir weiter. Die Nummer 10. Wie navigiere ich draußen? Ist eigentlich gar nicht mehr so schwierig. Meine Lieblingsnavigation ist das Handy. Und da gehe ich auf Google Maps drauf und da suche ich mir gewisse Punkte aus. Und dann navigiere ich dahin. Da gibt es eben die Möglichkeit, dass man, wenn man kein Handyempfang hat, dass man zum Beispiel sich Offline-Karten runterzieht, dass man vom Handynetz nicht abhängig ist. Der GPS-Empfang ist eigentlich dann trotzdem vorhanden. Ich markiere mir einen Punkt, wo ich hingehen will, und dann gehe ich gerade querfeldein da hin. Also ich bin da weniger einer, der sich nur stracks nach Wegen oder so hält, sondern es zeigt ja auch einen an, wenn man das Handy einigermaßen gut kalibriert hat, in welche Himmelsrichtung wenn man schaut, ob es die Richtung ist, wo ich hinlaufen will oder ob ich entgegengesetzt laufen tue. Und dann halte ich grob die Richtung an und dann schaue ich, dass ich weitergehe. Ich suche dann meistens noch, wo ist ungefähr der Stand der Sonne. Ist auf der Seite, ne? Dann weiß ich, okay, muss immer schauen, dass die Sonne auf dieser Seite ist, damit ich nicht im Kreis laufen tue. Und zwischendurch tue ich dann eben wieder mal gegenkontrollieren mit dem Handy. Das ist wahrscheinlich so die technischste Art, wie ich navigieren tue. Ich verlasse mich aber nie aufs Handy alleine. Ich habe immer eine Wanderkarte bei mir da. Und ich habe dann auch immer einen Kompass da. Sei es jetzt mal einen großen Marschkompass oder einen kleinen Kompass oder irgendwas anderes in der, wie da zum Beispiel, dass ich da zum Beispiel vom Berg Rüst einen habe. Ne?
Und das ist aber jetzt nicht ein Marschkompass, dass ich jetzt genau meine Marschzahlen ablaufe und meine Gradzahlen nicht, sondern es ist, ich halte meistens immer bloß grob an. Wo ist Norden? Okay, Karte kurz ausrichten und dann grob in die und die Richtung muss ich mir halten. Und da bin ich nicht so, dass ich genau auf den Punkt jetzt rauskommen will. Wenn ich genau auf den Punkt rauskommen will, dann nehme ich zwar auch GPS-Gerät und Karte-Kompass und einen Marschkompass, aber auf das kommt es mir auf meinen Touren eigentlich selten darauf an, dass ich immer genau auf den Punkt da rauskommen will. Das habe ich in der Bundeswehr aus dem FF gelernt und das beherrsche ich immer noch und muss ich nicht haben. Ich kann es immer noch, aber ich bin eigentlich mehr so ein Querfeldeingeher und wenn ich sage, hey, da ist irgendein interessanter Platz, dann schauen wir den auch an. Also ich muss da nicht immer, dass ich genau in einer Linie mit. Da variiere ich. Was auch noch dazu gehört ist, die Grundkenntnis, dass ich mich auskenne in dieser Gegend, sei es durch den Computer, durch Karten, dass man es ungefähr einplant, einprägen tut, wo was ist. Und dann anhand von der Stand der Sonne und Karte, Kompass und Handy versuche ich eben da immer in diese Richtung reinzukommen. Nee. Was auch noch hilft, das ist dann die Uhr. Da ist die Uhr. Dass ich, wenn ich in die Richtung gehe, Stundenzeiger auf Sonne ausrichten, damit ich weiß, wo Süden ist. Dann kann ich mich auch schon wieder orientieren, wenn ich weiß, wo Süden ist. Okay, dann ist da Norden, dann ist da Osten, Westen und so. Ne? Ist aber alles gut, Thema. So grob angeschätzt. Was allerdings wichtig ist, wenn man sich verirrt, wenn man jetzt absolut nicht mehr weiß, wo man überhaupt ist auf der Welt, dann in eine Richtung gehen. Dann ist der Kompass wirklich, ehrlich gesagt, wichtig. Dann ist es nicht schlecht, wenn man mal eine Richtung hat. Ne? Aber dann ist es dann auch noch wichtig, im Hinterkopf zu haben, wenn ich in ein Gebiet reingegangen bin, wo könnten irgendwelche Siedlungen sein. Ne? Da sollte man sich eben so ein Gebiet erst einmal ein bisschen anschauen, ein bisschen einprägen. Und dann weiß man, okay, wenn ich da reingegangen bin, bin irgendwo in diesem Wald, weiß nicht mehr links und rechts, wo komme ich raus, dann kann ich wenigstens ungefähr noch anpeilen, wo ist überhaupt noch eine Siedlung. Und dann gehe ich streng nach Kompass in eine gewisse Richtung raus, damit ich nicht in den Kreis laufen soll. Ja? So, dann, wo haben wir den Zettel? Den hat jetzt der Wind weggeweht. Dann kommen wir zu der letzten Frage, der 11. Was halte ich von Bear Grylls? Was halte ich von Bear Grylls? Das ist eine gute Frage. Ich sage mal so, eigentlich sollte man in der Survival- und Bushcraft-Szene, gerade die was Kurse machen und so, einem dankbar sein. Weil wahrscheinlich auch ziemlich viel dazu beigetragen hat, dass die Bushcraft- und Survival-Szene überhaupt entdeckt und bekannt wird, was man überhaupt so draußen machen kann. Ich lasse mal dahingestellt, die Skills, die ihr macht, sind ziemlich heftig, müssen wahrscheinlich auch so heftig sein, damit sie ein bisschen Action geladen fürs Fernsehen taugen. Ob sie ja alle so 1:1 funktionieren, wie ihr sie da zeigt, glaube ich jetzt auch nicht. Weil ich habe auch zum Beispiel das mit dem Akku, Handy-Akku mal probiert, wenn man den aufsticht, ob es da so einen Kurzschluss gibt. Nee, da gibt es gar nichts, auch wenn der Akku 100%ig aufgeladen ist. Aber es gibt schon so Sachen, wo man sagt, hey, das sind coole Ideen und so. Und ob ich so 1:1 das so nachmachen würde, ne. Es ist nicht so mein Stil, Action geladen da rumzulaufen wie ein Narischer. In ein Wasser reinzuspringen, das was ich nicht weiß, wie tief das ist und so, würde ich niemals machen. Wer das macht, ist ein bisschen hirnverbrennt in meinen Augen. Im echten Leben. Aber ich sage mal so, auch seine ganzen Kollegen, wie es beim Survival-Duo oder wie jetzt ein ganz ausgeflippt Naked Survival, wie es aber teilweise zum Sehen ist. Ja, es ist lustig anzuschauen. Gibt manchmal auch ein bisschen Inspiration, etwas zu versuchen, etwas Neues zu versuchen. Aber was ich schade finde, das ist beim Bear Grylls die Vermarktung bei ihm mit den ganzen Survival
Messern und was soll es alles gibt mit Äxten und Zeug und Macheten. Also dieses Ausschlachten, das finde ich ein bisschen schade. Aber ich sage trotzdem, müssen wir eigentlich ziemlich dankbar sein, dass so dieses Bushcraft Survival ein bisschen bekannt geworden ist durch das Ganze. Manche sehen das anders da. Sind dann auch bloß als Proleten und Angeber und der nur aufs Geld aus ist, aber okay, jeder lebt, wie er lebt, aber von dem Gesichtspunkt her hat es das Ganze ein bisschen bekannt gemacht und auch ich bin da ein bisschen wieder aufgewacht und habe das Ganze gemacht. Wie gesagt, von mir ist das schon viel früher in den Kindesbeinen angelegt, aber für mich ist es immer noch ein bisschen lustig, sowas anzuschauen und muss oft dabei schmunzeln. Ich schaue es mir trotzdem gern an, ja. So, das waren die 11 Fragen. Ein langes Video, glaube ich, ist das jetzt geworden. Tja, jetzt soll ich nominieren. Ich nominiere jetzt mal allesamt. Komplett alle. YouTube-Filmer, genauso wie YouTube-Nicht-Filmer. Wer zum Beispiel jetzt nicht zu den YouTube-Filmern zählt, die machen es ganz einfach. Die sollen es einfach als Kommentare unten mit reinschreiben, die 11 Antworten. Würde mich interessieren, was YouTube-Nicht-Filmer, Zuschauer so denken über das Ganze. Und alle anderen bekannten Kanäle, die was wir kennen, die was wir mögen, ist jetzt auch animiert, da diese Fragen zu beantworten. So, jetzt kommen meine 11 Fragen, die ich euch stellen möchte. Frage Nummer 1. Was bedeutet Bushcraft für dich? Ich sehe es nicht als, was für Art von Skills Bushcraft für dich ist, sondern was Bushcraft für dich selber, für deinen Körper, für deine Seele ist. Ist es Entspannung? Ist es reines Hobby? Ist es ein Lebensgefühl? In diese Richtung will ich hinaus. Was bedeutet für dich Bushcraft oder Survival? Was bringt es dir? Zweite Frage. Helfen dir YouTube-Videos von Bushcraft und Survival, wie zum Beispiel die, was ich mache, diese Tipps und so, kannst du was daraus lernen oder siehst du es bloß so als Zusatz an, als Freizeitbeschäftigung oder weil du das als Ersatz für das Fernsehen siehst oder kannst du wirklich aus diesen Videos dir was rausziehen, das was dir dann bei deinen eigenen Skills helfen können. Drittens, wenn du rausgehst, bevorzugst du längere Strecken zum Laufen, bis du zum Beispiel an einen Platz kommst, und bist du lieber einer, der kürzere Strecken läuft, nur kurz mal raus, lieber irgendwo lagern und dort bleiben. Was ist dir lieber? Längere Strecken laufen oder eine kürzere und dann irgendwo ein Lager machen? Vierte Frage. Welche Ziele in deinem Leben möchtest du noch erreichen? Im privaten Bereich oder Bushcraft? Fünfte Frage. Was ist das schönste Erlebnis gewesen, das was du draußen gehabt hast? Und dein schlechtestes Erlebnis? Das ist praktisch zwei Fragen in einer. Was ist dein schönstes Erlebnis draußen und was ist dein schlechtestes Erlebnis draußen gewesen? Sechste Frage. Wo möchtest du gerne mal hin und warum auf dieser Welt? Wo sagst du, gibt es einen Platz, wo du sagst, da möchte ich gerne mal auch mal hin? Siebte Frage. Wenn du in dein Leben nochmal von vorn was beginnen könntest, was würdest du anders machen? Was machst du draußen am liebsten? Also essen, lagern, campen oder wandern. Was ist da draußen, wenn du unterwegs bist, für dich am schönsten? Die neunte Frage. Welche Vorbilder hast du? Was hat dich inspiriert für Bushcraft Survival? Und wenn du kein Bushcraft Survival betreibst und ein anderes Hobby hast,
Was für Vorbilder hast du dafür gehabt? Dann nimm mir deinen Lieblingsspruch, der was zu dir passt. Ich habe auch einen Lieblingsspruch, zum Beispiel stark sein bedeutet nicht zu fallen. Stark sein bedeutet immer wieder aufstehen. Das ist einer meiner Lieblingssprüche. Oder zum Beispiel, was auch noch ein guter Spruch ist, was ich mag, von Dalai Lama. Es gibt zwei Tage, an denen du nichts verändern kannst. Gestern und morgen. Also ist heute der Tag für Veränderungen. Das sind so meine Lieblingssprüche. Dein Lieblingsspruch, der was zu dir passt, der wird mich interessieren. So, 11. und letzte Frage. Du bist ab sofort Kanzler oder Präsident. Was würdest du sofort verändern, wenn es in deiner Macht stehen würde? So, das waren meine 11 Fragen. Ich habe es euch gesagt, ich tag jetzt komplett alle, die was dieses Video sehen. Nicht-Filmer können es in die Kommentare schreiben, die 11 Antworten. Und wenn einer eine Video-Antwort machen will, gerne, freut mich natürlich. So, das war es wieder heute von Michael Monti. Bisschen ein langes Quatsch-Video. Und vielleicht sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Viertel, Servus, habt ihr. Macht es gut.